Eine halbe Stunde vor dem Ablegen erwacht die Hohentwiel langsam zum Leben. Der zweite Maschinist, Johannes Kasar, fährt die altehrwürdige Dampfmaschine behutsam hoch. Nichts hier ist Show. Alle alten Teile erfüllen bis zum heutigen Tag ihre Funktion. Das ist dem Kapitän ganz wichtig. Adolf Franz Konstatzky ist ein Mann der ersten Stunde im zweiten Leben der Hohentwiel. Seit 1990 ist das Schiff wieder auf dem Bodensee unterwegs, als einziger Raddampfer. Jeder Winkel wird in Augenschein genommen. Noch schnell den Koch aufsammeln. Dann sticht die Hohentwiel in See, pünktlich und zuverlässig. Keine Selbstverständlichkeit, bedenkt man, dass das Schiff Baujahr 1913 ist. So alt wie die Titanic. Das Schiff ist, die Hohentwiel ist so eine Reise in die Vergangenheit. Ja. Wie haben die damals gedacht, wie haben die damals gebaut, was haben sie sich überlegt? Und das Schiff ist voller solcher Geheimnisse. Also jeder von uns hat vielleicht als Junge so eine kleine Dampfmaschine gehabt und wir haben fasziniert zugesehen, wie sich das bewegt und warum sich das bewegt. Mit ein paar Streichhölzer drunter. Hier kann man das in groß erleben. So ein altes Schiff hat eine Seele und unsere Aufgabe ist es, diesen Zeitzeugen zu erhalten und an nächste Generationen zu übergeben. Im Sommer ist die Hohentwiel fast jeden Tag auf dem See unterwegs. Ihr Alter spürt man, sehen kann man es nicht. Alles auf Hochglanz, jeden Tag geputzt und geölt. Ein Traum für große Jungs, aber auch ein Arbeitsplatz mit gut 50 Grad Celsius, der viel Gefühl erfordert. Da sind keine Sensoren dran, das Lager läuft heiß oder fällt Schmierung, was auch immer. Das ist alles vom Maschinisten zu prüfen, zu kontrollieren. Und also braucht man schon ein Gespür, auch hineinhören in die Maschine, knacken oder schmatzen, wenn zu viel Lagerspiel ist oder solche Sachen zum Beispiel. Nichts knackt, nichts schmatzt. Planmäßige Ankunft in Lindau, für den Kapitän und seine Crew längst Routine. In all den Jahren hat die Hohentwiel nicht ein einziges Mal den Dienst verweigert.